Dritter Aufzug. Erster Auftritt. Szene in Nathans Hause. Recha und Daya. Recha. Wie, Daya, drückte sich mein Vater aus. Ich dürf ihn jeden Augenblick erwarten. Das klingt, nicht wahr, als ob er noch so bald erscheinen werde. Wie viel Augenblicke sind aber schon vorbei. Na nun, wer denkt an die Verflossenen? Ich will allein in jedem nächsten Augenblicke leben. Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt. Daya. Oh, der verwünschten Botschaft von dem Sultan. Denn Nathan hätte sicher ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick? Wenn denn nun meiner Wünsche wärmster, innigster erfüllet ist, was dann? Was dann? Was dann? Dann hoffe ich, dass auch meiner Wünsche wärmster soll in Erfüllung gehen. Was wird dann in meiner Brust an dessen Stell treten, die schon verlernt, ohne einen herrschenden Wunsch aller Wünsche sich zu dehnen? Nichts. Ich erschrecke. Mein Wunsch wird dann an des erfüllten Stelle treten. Meiner. Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Du erst, was diesen Wunsch zu deinem macht, das Nämliche verhindert, dass er meiner je werden kann. Dich zieht dein Vaterland, und meines sollte mich nicht halten? Ein Bild der Deinen, das in deiner Seele noch nicht verloschen, sollte mehr vermögen, als die ich sehen und greifen kann und hören, die meinen? Sperre dich, so viel du willst. Des Himmels Wege sind des Himmels Wege. Und wenn es nun dein Retter selber wäre, durch den sein Gott, für den er kämpft, dich in das Land, dich zu dem Volke führen wollte, für welche du geboren wurdest? Ach, Daya, was sprichst du da nun wieder, liebe Daya? Du hast doch wahrlich deine sonderbaren Begriffe. Sein Gott, für den er kämpft. Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet, der für sich muss kämpfen lassen? Und wie weiß man denn, für welchen Erdkloß man geboren, wenn man's für den nicht ist, auf welchem man geboren? Wenn mein Vater dich so hörte, was tat er dir, mir immer für ein Glück, so weit von ihm als möglich vorzuspiegeln? Was tat er dir, den Samen der Vernunft, den er so rein in meine Seele streute, mit deines Landes Unkraut oder Blumen so gern zu mischen? Liebe Daya, er will nun deine bunten Blumen nicht auf meinem Boden. Und ich muss dir sagen, ich selber fühle meinen Boden, wenn sie noch so schön in Kleiden, so entkräftet, so ausgezehrt durch deine Blumen, fühle in ihrem Dufte, sauer-süßem Dufte, mich so betäubt, so schwindelnd. Dein Gehirn ist dessen mehr gewohnt. Ich tadle drum die stärkeren Nerven nicht, die ihn vertragen. Nur schlägt er mir nicht zu. Und schon dein Engel, wie wenig fehlte, dass er mich zu Närren gemacht. Doch schäm ich mich vor meinem Vater, der Posse. Posse, als ob der Verstand nur hier zu Hause wäre. Posse, wenn ich nur reden dürfte. Darfst du nicht? Wenn war ich nicht ganz Ohr, so oft er gefiel, von deinen Glaubenshelden mich zu unterhalten. Hab ich ihren Taten nicht stets Bewunderung und ihren Leiden nicht immer Tränen gern gezollt? Ihr Glaube schien freilich mir das Heldenmäßigste an ihnen nie. Doch so viel tröstender war mir die Lehre, dass Ergebenheit in Gott von unserem Wähnen über Gott so ganz und gar nicht abhängt. Liebe Daya, das hat mein Vater uns so oft gesagt. Darüber hast du selbst mit ihm so oft dich einverstanden. Warum untergräbst du denn allein, was du mit ihm zugleich gebaut? Liebe Daya, das ist kein Gespräch, womit wir unserem Freund am besten entgegensehen. Für mich zwar ja, denn mir liegt daran unendlich. Ob auch er? Horch, Daya, kommt er nicht an unsere Tür? Wenn er es wäre, horch! Zweiter Auftritt. Recha, Daya und der Tempelherr, dem jemand von außen die Türe öffnet mit den Worten: Nur hier herein. Recha fährt zusammen, fasst sich und will ihm zu Füßen fallen. Er ist's, mein Retter. Oh.
Tempelherr. Dies zu vermeiden erschien ich bloß so spät, und doch... Ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken, nicht dem Manne. Der Mann will keinen Dank, will ihn so wenig als ihn der Wassereimer will, der bei dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Der ließ sich füllen, ließ sich leeren, mir nichts, dir nichts, also auch der Mann. Auch der ward nun so in die Glut hineingestoßen. Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm, da blieb ich ungefähr so wie ein Funken auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen. Bis wiederum, ich weiß nicht was, uns beide herausschmiss aus der Glut. Was gibt es da zu danken? In Europa treibt der Wein zu noch weit andern Taten. Tempelherrn, die müssen einmal nun so handeln, müssen wie etwas besser zugelernte Hunde sowohl aus Feuer als aus Wasser holen. Tempelherr, der sie mit Erstaunen und Unruhe die Zeit über betrachtet. Oh, da ja, da ja. Wenn in Augenblicken des Kummers und der Galle meine Laune dich übel anließ, warum jede Torheit, die meiner Zunge entfuhr, ihr hinterbring, das hieß ich zu empfindlich rächen, Daja. Doch wenn du nur von nun an besser mich bei ihr vertreten willst. Daja. Ich denke, Ritter, ich denke nicht, dass diese kleinen Stacheln ihr an das Herz geworfen euch da sehr geschadet haben. Wie? Ihr hattet Kummer? Und wart mit eurem Kummer geiziger als eurem Leben? Gutes, holdes Kind, wie ist doch meine Seele zwischen Auge und Ohr geteilt? Das war das Mädchen nicht, nein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer ich holte. Denn wer hätte die gekannt und aus dem Feuer nicht geholt? Wer hätte auf mich gewartet, zwar verstellt der Schreck? Pause, unter der er, in Anschauung ihrer, sich wie verliert. Ich aber find euch noch den Nämlichen, dergleichen, bis sie fortfährt, um ihn in seinem Anstaunen zu unterbrechen. Nun, Ritter, sagt uns doch, wo ihr so lange gewesen. Fast dürft ich auch fragen, wo ihr itzo seid. Ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. Wo ihr gewesen, auch wo ihr vielleicht nicht solltet sein gewesen, das ist nicht gut. Auf, wie heißt der Berg? Auf Sinai. Auf Sinai? Schön. Nun kann ich zuverlässig durch einmal erfahren, ob es war. Was? Ob's war, dass noch da selbst der Ort zu sehen, wo Mose vor Gott gestanden als... Nun, das wohl nicht. Denn wo er stand, stand er vor Gott. Und davon ist mir zu Genüg schon bekannt. Ob's wahr, möchte ich nur von euch gern erfahren, dass es bei weitem nicht so mühsam sei, auf diesem Berg hinaufzustiegen als herab. Denn seht, so viel ich Berge noch gestiegen bin, war's just das Gegenteil. Nun, Ritter, was? Ihr kehrt euch von mir ab? Wollt mich nicht sehen? Weil ich euch hören will. Weil ihr nicht wollt merken lassen, dass ihr meiner Einfalt lächelt, dass ihr lächelt, wie ich euch doch so gar nichts Wichtigeres von diesem heiligen Berg aller Berge zu fragen weiß, nicht wahr? So muss ich doch euch wieder in die Augen sehen. Was? Nun schlagt ihr sie nieder? Nun verbeißt das Lächeln ihr? Wie ich noch erst in Mienen, in zweifelhaften Mienen lesen will, was ich so deutlich höre, ihr so vernehmlich mir sagt, verschweigt? Ah, Recha, wie hat er so wahr gesagt, kennt sie nur erst? Wer hat, von wem, euch das gesagt? Kennt sie nur erst, hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt. Und ich nicht etwa euch? Ich denn nicht auch? Allein, wo ist er denn? Wo ist denn euer Vater? Ist er noch beim Sultan? Ohne Zweifel. Noch? Noch da? Oh, mich Vergesslichen! Nein, da ist er schwerlich mehr. Er wird dort unten bei dem Kloster meiner warten, ganz gewiss. So reden, meine ich, wir es ab. Erlaubt, ich gehe, ich hol ihn ab. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bring ihn unverzüglich. Nicht so. Er sieht mir selbst entgegen, nicht euch.
Dazu, er könnte leicht, wer weiß, er könnte bei dem Sultan leicht, ja, ihr kennt den Sultan nicht, leicht in Verlegenheit gekommen sein. Glaub mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht gehe. Gefahr? Was für Gefahr? Gefahr für mich, für euch, für ihn, wenn ich nicht schleunig gehe. Er geht ab. Dritter Auftritt. Recha und Daya. Recha. Was ist das, Daya? So schnell? Was kömmt ihm an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn? Daya. Lasst nur, lasst. Ich denk, es ist kein schlimmes Zeichen. Zeichen? Und wovon? Dass etwas vorgeht innerhalb. Es kocht und soll nicht überkochen. Lasst ihn nur. Nun ist's an euch. Was ist an mir? Du wirst wie er mir unbegreiflich. Bald nun könnt ihr ihm die Unruhe all vergelten, die er euch gemacht hat. Seid nur aber auch nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig. Wovon du sprichst, das magst du selber wissen. Und seid denn ihr bereits so ruhig wieder? Das bin ich. Ja, das bin ich. Wenigstens gesteht, dass ihr euch seiner Unruh freut und seiner Unruh danket, was ihr itzt von Ruh genießt. Mir völlig unbewusst, denn was ich höchstens dir gestehen könnte, wäre, dass es mich selbst befremdet, wie auf einen solchen Sturm in meinem Herzen so eine Stille plötzlich folgen konnte. Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Tun hat mich gesättigt schon. Gesättigt will ich nur nicht sagen, nein, bei weitem nicht. Den heißen Hunger nur gestillt. Nun ja, wenn du so willst, ich eben nicht. Er wird mir ewig werter als mein Leben bleiben, wenn auch schon mein Puls nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt, nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn denke, geschwinder, stärker schlägt. Ach, was schwatz ich. Komm, liebe Daya, wieder an das Fenster, das auf die Palmen sieht. So ist er doch wohl auch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Nun werd ich auch die Palmen wiedersehen, nicht ihn bloß unter Palmen. Diese Kälte beginnt auch wohl ein neues Fieber nur. Was kält? Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich nicht minder gern, was ich mit Ruhe sehe. Vierter Auftritt. Szene, ein Audienzsaal in dem Palaste des Saladin. Saladin und Sitta. Saladin im Hereintreten gegen die Türe. Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Sitta. Er war auch wohl nicht bei der Hand, nicht gleich zu finden. Schwester, Schwester. Tust du doch, als stünde dir ein Treffen vor. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll mich stellen, soll besorgen lassen, soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Wenn hätte ich das gekonnt, wo hätte ich das gelernt? Und soll das alles, wozu? Wozu? Um Geld zu fischen. Geld, um Geld, Geld einem Juden abzubangen. Geld! Zu solchen kleinen Listen wär ich endlich gebracht, der Kleinigkeiten Kleinste mir zu schaffen. Jede Kleinigkeit zu sehr verschmäht, die rächt sich, Bruder. Leider wahr. Und wenn nun dieser Jude gar der gute, vernünftige Mann ist, wie der Derwisch mir ihm ehedem beschrieben. Oh, nun dann, was hat es dann für Not? Die Schlinge liegt ja nur dem geizigen, besorglichen, furchtsamen Juden, nicht dem guten, nicht dem weisen Manne. Dieser ist ja so schon unser, ohne Schlinge. Das Vergnügen zu hören, wie ein solcher Mann sich ausrät, mit welcher dreisten Stärk entweder er die Stricke kurz zerreißet oder auch mit welcher schlauen Vorsicht er die Netze vorbei sich windet, dies Vergnügen hast du obendrein. Nun, das ist wahr, gewiss. Ich freue mich darauf.
so kann dich ja auch weiter nichts verlegen machen, denn ist's einer aus der Menge bloß, ist's bloß ein Jude wie ein Jude, gegen den wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, wie er die Menschen all sich denkt. Vielmehr, wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm als Geck, als Narr. So muss ich ja wohl gar schlecht handeln, dass von mir der Schlechte nicht schlecht denke. Traun, wenn du schlecht handeln nennst, ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen. Was hätte ein Weiberkopf erdacht, dass er nicht zu beschönen wüsste? Zu beschönen? Das feine spitze Ding besorg ich nur, in meiner plumpen Hand zerbricht. Sowas will ausgeführt sein, wie's erfunden ist, mit aller Pfiffigkeit, Gewandtheit. Doch mag's doch nur, mag's. Ich tanze, wie ich kann, und könntest freilich lieber schlechter noch als besser. Trau dich auch nur nicht zu wenig. Ich stehe dir für dich, wenn du nur willst. Dass uns die Männer deinesgleichen doch so gern bereden möchten, nur ihr Schwert nur habe sie so weit gebracht. Der Löwe schämt sich freilich, wenn er mit dem Fuchs jagt, des Fuchses, nicht der List. Und dass die Weiber doch so gern den Mann zu sich herunter hätten, geh nur, geh, ich glaube, meine Lektion zu können. Was? Ich soll gehen? Du wolltest doch nicht bleiben? Wenn noch nicht bleiben, im Gesicht euch bleiben, doch hier im Nebenzimmer. Dazu horchen? Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehen. Fort, fort, der Vorhang rauscht, er kömmt, doch dass du ja nicht da verweilst, ich sehe nach. Indem sie sich durch die eine Tür entfernt, tritt Nathan zu der anderen herein und Saladin hat sich gesetzt. Fünfter Auftritt: Saladin und Nathan. Saladin: Tritt näher, Jude, näher, nur ganz her, nur ohne Furcht. Nathan: Die bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan? Ja. Den weisen Nathan? Nein. Wohl, nennst du dich nicht. Nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Und wenn es ihn zum Spott so nennte? Wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug, und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht? Auf seinen wahren Vorteil, meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Ich höre dich erweisen, was du widersprechen willst. Des Menschen wahre Vorteile, die das Volk nicht kennt, kennst du. Hast du zu kennen wenigstens gesucht, hast drüber nachgedacht, das auch allein macht schon den Weisen. Der sich jeder dünkt zu sehen. Nun der Bescheidenheit genug, denn sie nur immer da zu hören, wo man trockene Vernunft erwartet, ekelt. Er springt auf. Lass uns zur Sache kommen, aber aufrichtig, Jud, aufrichtig. Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleibe. Bedienen? Wie? Du sollst das Beste haben von allem, sollst es um den billigsten Preis haben. Wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen Waren? Schachern wird mit dir schon meine Schwester, das der Höcherin. Ich habe mit dem Kaufmann nichts zu tun. So willst du ohne Zweifel wissen wollen, was ich auf meinem Wege von dem Feinde, der allerdings sich wieder reget, etwa bemerkt getroffen, wenn ich unverhohlen... Auch darauf bin ich eben nicht mit dir gesteuert. Davon weiß ich schon, so viel ich nötig habe. Kurz. Gebiete, Sultan. Ich heische deinen Unterricht in ganz was anderem. Ganz was anderem. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz
hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jud. Und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen, oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. Wohlan, so teile deine Einsicht mir dann mit. Lass mich die Gründe hören, denen ich selber nachzugrübeln nicht die Zeit gehabt. Lass mich die Wahl, die diese Gründe bestimmt, versteht sich im Vertrauen, wissen, damit ich sie zu meiner mache. Wie? Du stutzest? Wächst mich mit dem Auge? Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, der eine solche Grille hat, die mich doch eines Sultans eben nicht so ganz unwürdig dünkt, nicht wahr? So rede doch, sprich. Oder willst du einen Augenblick dich zu bedenken? Gut, ich geb ihn dir. Ob sie wohl horcht? Ich will sie doch belauschen, will hören, ob ich's recht gemacht. Denk nach, geschwind, denk nach. Ich säume nicht, zurückzukommen. Er geht in das Nebenzimmer, nach welchem sich Sitter begeben. Sechster Auftritt. Nathan allein. Wunderlich. Wie ist mir denn? Was will der Sultan? Was? Ich bin aufs Geld gefasst und er will Wahrheit. Wahrheit. Und will sie so, so bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre. Ja, wenn noch uralte Münze, die gewogen ward, das ginge noch. Allein so neue Münze, die nur der Stempel macht, die man aufs Brett nur zählen darf, das ist sie doch nun nicht. Wie Geld in Sack, so striche man in Kopf auch Wahrheit ein. Wer ist denn hier der Jude? Ich oder er? Doch wie, sollte er auch wohl die Wahrheit nicht in Wahrheit fordern? Zwar der Verdacht, dass er die Wahrheit nur als Falle brauche, wäre auch gar zu klein. Zu klein? Was ist für einen Großen denn zu klein? Gewiss, er stürzte mit der Türe so ins Haus. Man pocht doch, hört doch erst, wenn man als Freund sich naht. Ich muss behutsam gehen. Und wie das, so ganz Stockjude sein zu wollen, geht schon nicht. Und ganz und gar nicht Jude geht noch minder. Denn wenn kein Jude, dürfte mich nur fragen, warum kein Muselmann? Ah, das war's. Ah, das kann mich retten. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Ha, er kömmt, er komme nur. Siebenter Auftritt. Saladin und Nathan. Saladin. So ist das Feld hier rein. Ich komme dir doch nicht so geschwind zurück. Du bist zu Rande mit deiner Überlegung. Nun, so rede. Es hört uns keine Seele. Möcht auch doch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Das nenne ich einen Weisen, nie die Wahrheit zu verhehlen, für sie alles auf das Spiel zu setzen, Leib und Leben, Gut und Blut. Ja, wann's nötig ist und nutzt. Von nun an darf ich hoffen, einen meiner Titel Verbesserer der Welt und des Gesetzes mit Recht zu führen. Trauen, ein schöner Titel. Doch, Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Warum das nicht? Ich bin stets ein Freund gewesen von Geschichtchen. Gut, erzähl. Ja, gut erzählen, das ist nun wohl eben meine Sache nicht.
Schon wieder so stolz bescheiden? Mach, erzähl, erzähle. Von grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus Liebehand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so, er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei. Und stets der Liebste, ohn Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt der Fürst des Hauses werde. Versteh mich, Sultan. Ich verstehe dich. Weiter. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von 3 Söhnen, die alle 3 ihm gleich gehorsam waren, die alle 3 erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergriesend Herz die anderen 2 nicht teilten, würdiger des Ringes, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Das ging nun so, solang es ging. Allein es kam zum Sterben und der gute Vater kömmt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, 2 von seinem Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet ihn geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes 2 andere bestellt und weder Kosten noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Der ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Du hörst doch, Sultan? Saladin, der sich betroffen von ihm gewandt, ich höre, ich höre. Komm mit deinem Märchen nur bald zu Ende. Wird's? Ich bin zu Ende, denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder mit seinem Ring, und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt, umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich. Nach einer Pause, in welcher er des Sultans Antwort erwartet, fast so unerweislich, als uns itzt der rechte Glaube. Wie? Das soll die Antwort auf meine Frage? Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe mir nicht genau zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären. Die Ringe. Spiele nicht mit mir. Ich dächte, dass die Religion, die ich dir genannt, doch wohl zu unterscheiden wären, bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank. Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert? Und Geschichte muss doch wohl allein der Treu und Glauben angenommen werden, nicht? Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen, doch deren Blut wir sind, doch deren, die von Kindheit uns an Proben ihre Liebe gegeben, die uns nie getäuscht, als wo getäuscht zu werden uns heilsamer war. Wie kann ich meinen Vätern weniger, als du den deinen glauben oder umgekehrt? Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lüge strafst, um meinen nicht zu widersprechen oder umgekehrt?
Das Nämliche gilt von den Christen, nicht? Bei dem Lebendigen. Der Mann hat recht. Ich muss verstummen. Lass auf unsere Ring uns wiederkommen. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter, unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben, wie auch war. Nachdem er von ihm lange das Versprechen schon gehabt, des Rings Vorrecht einmal zu genießen, wie nicht minder war, der Vater beteuerte, jeder könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein, und ehe er dieses von ihm, von einem solchen lieben Vater argwohn lass, eh müß er seine Brüder, so gern er sonst von ihnen nur das Beste bereit zu glauben sei, des falschen Spiels beziehen, und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen, sich schon rächen. Und nun, der Richter, mich verlangt zu hören, was du den Richter sagen lässest, sprich. Der Richter sprach, wenn ihr mir nur den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weiß ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel zu lösen da bin, oder harret ihr, bis dass der rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt, ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht, sagt an. Ihr schweigt? Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen? Jeder liebt sich selber nur am meisten? Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Ha, herrlich, herrlich. Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruchs wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der. Ihr nehmt die Sache völlig, wie es liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaubte jeder sicher seinen Ring den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen, und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hülf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen, geht, so sagte der bescheidene Richter. Gott, Gott. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein. Saladin, der auf ihn zustürzt und seine Hand ergreift, die er bis zu Ende nicht wieder fahren lässt. Ich Staub, ich nichts, oh Gott. Was ist mit dir, Sultan? Nathan, lieber Nathan, die 1000 Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh, geh. Aber sei mein Freund. Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? Nichts. Nichts? Gar nichts. Und warum? Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Braucht's Gelegenheit zu einer Bitte? Rede. Ich komme von einer weiten Reise, auf welche ich Schulden eingetrieben. Fast habe ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden, und ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dachte ich, ob nicht du vielleicht, weil doch ein naher Krieg des Geldes immer mehr erfordert, etwas brauchen könntest. Der Saladin, ihm steif in die Augen sehend. Nathan,
Ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen, will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses Erbieten freierdings zu tun. Ein Argwohn? Ich bin ihn wert. Verzeih mir, denn was hilft's? Ich muss dir nur gestehen, dass ich im Begriffe war, doch nicht das Nämliche an mich zu suchen. Allerdings. So wär uns beiden ja geholfen. Dass ich aber dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, das macht der junge Tempelherr. Du kennst ihn ja. Ihm hab ich eine große Post vorher noch zu bezahlen. Tempelherr? Du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht mit deinem Geld auch unterstützen wollen? Ich spreche von dem einen nur, dem du das Leben spartest. Ah, woran erinnerst du mich? Hab ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Kennst du ihn? Wo ist er? Wie? So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn, durch ihn auf mich geflossen? Er mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Er? Hat er das? Ha, danach sah er aus. Das hätte Traun mein Bruder auch getan, dem er so ähnelt. Ist er denn noch hier? So bring ihn her. Ich habe meiner Schwester von diesem ihren Bruder, den sie nicht gekannt, so viel erzählt, dass ich sie sein Ebenbild doch auch muss sehen lassen. Geh, hol ihn. Wie aus einer guten Tat gebar sie auch schon bloße Leidenschaft, doch so viel andere gute Taten fließen. Geh, hol ihn. Nathan, indem er Saladins Hand fahren lässt, Augenblicks, und bei dem anderen bleibt es doch auch. Er geht ab. Dass ich meine Schwester nicht horchen lassen. Zu ihr, denn wie soll ich alles das ihr nun erzählen? Er geht ab von der anderen Seite. Achter Auftritt. Die Szene unter den Palmen in der Nähe des Klosters, wo der Tempelherr Nathans erwartet. Der Tempelherr geht mit sich selbst kämpfend auf und ab, bis er losbricht. Hier hält das Opfertier ermüdet still. Nun gut, ich mag nicht näher wissen, was in mir vorgeht. Mag voraus nicht wittern, was vorgehen wird. Genug, ich bin umsonst geflohen, umsonst, und weiter konnte ich doch auch nicht als fliehen. Nun komm, was kommen soll. Ihm auszubeugen war der Streich zu schnell gefallen, unter den zu kommen mich so lang und viel mich weigerte. Sie sehen, die ich zu sehen so wenig lüstern war. Sie sehen und der Entschluss, sie wieder aus den Augen nie zu lassen. Was Entschluss? Entschluss ist Vorsatz, Tat. Und ich litte bloß. Sie sehen und das Gefühl, an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins, bleibt eins. Von ihr getrennt zu leben, ist mir ganz undenkbar. Wär mein Tod, und wo wir immer nach dem Tode noch sind, auch da mein Tod. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich, liebt der Christ das Judenmädchen freilich. Was tut's? Ich hab in dem gelobten Lande, und drum auch mir gelobt auf immer da, der Vorurteile schon mehr abgelegt. Was will mein Orden auch? Ich, Tempelherr, bin tot. War von dem Augenblick ihm tot, der mich zu Saladins Gefangene machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wär mein Alter. Ist ein neuer, der von allem nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, was jenen band, und ist ein besserer, für den väterlichen Himmel mehr gemacht. Das spür ich ja. Denn erst mit ihm beginn ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muss haben, wenn mein Märchen nicht von ihm mir vorgelogen. Märchen? Doch ganz glaubliche, die glaublicher mir nie als itzt geschienen, da ich nur Gefahr zu straucheln laufe, wo er fiel. Er fiel? Ich will mit Männern lieber fallen, als mit Kindern stehen. Sein Beispiel bürget mir für seinen Beifall. Und an wessen Beifall liegt mir denn sonst? An Nathans? Oh, an dessen Ermunterung mehr als Beifall kann er mir noch weniger gebrechen. Welch ein Jude!
und der so ganz nur Jude scheinen will. Da kömmt er, kömmt mit Hast, glüht heitere Freude. Wer kam vom Saladin je anders? He, he, Nathan! Neunter Auftritt. Nathan und der Tempelherr. Nathan. Wie, seht ihr's? Tempelherr. Ihr habt sehr lang euch bei dem Sultan aufgehalten. So lange nun wohl nicht. Ihr wart im Hingehen zu viel verweilt. Na, wahrlich gut, der Mann steht seinem Ruhm. Sein Ruhm ist bloß sein Schatten. Doch lasst vor allen Dingen euch geschwind nun sagen. Was? Er will euch sprechen, will, dass ungesäumt ihr zu ihm kommt. Begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn erst etwas anderes zu verfügen habe, und dann so gehen wir. Nathan, euer Haus betrete ich wieder eher nicht. So seid ihr doch indes schon da gewesen, habt indes ihr doch gesprochen. Nun sagt, wie gefällt euch Recha? Über allen Ausdruck. Allein sie wiedersehen, das werde ich nie, nie, nie. Ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll können sehen. Wie wollt ihr, dass ich das verstehe? Der Tempelherr, nach einer kurzen Pause, ihm völlig um den Hals fallend. Mein Vater! Ihr junger Mann! Der Tempelherr, ihn ebenso plötzlich wieder loslassend. Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Lieber junger Mann. Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Ich beschwor euch bei den ersten Banden der Natur. Zieht ihnen spätere Fesseln doch nicht vor. Begnügt euch doch, ein Mensch zu sein. Stoßt mich nicht von euch. Lieber, lieber Freund. Und Sohn? Sohn nicht? Auch da nicht, wenn ich einmal, wenn Erkenntlichkeit zum Herzen eurer Tochter der Liebe schon den Weg gebahnet hätte? Auch da nicht einmal, wenn in ein zu schmelzen auf euren Wink nur beide warteten? Ihr schweigt? Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ich überrasch euch? Überrasch euch, Nathan, mit euren eigenen Gedanken? Ihr verkennt sie doch in meinem Munde nicht. Ich überrasch euch? Ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Was sagt ihr, Nathan? Was? In diesem Augenblick fühlt ihr nichts als Neubegier? Dann seht, ich habe selbst wohl einen Staufen ehedem gekannt, der Konrad hieß. Nun, wenn mein Vater denn nun ebenso geheißen hätte? Wahrlich? Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war, was ihr, war Tempelritter, war nie vermählt. Oh, darum. Wie? Oh, darum könnt ihr doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr scherzt. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun? Sowas von Bastard oder Bankert? Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Doch entlasst mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will euch euer wiederum entlassen. Nicht zwar, als ob ich den geringsten Zweifel in euren Stammbaum setzte, Gott behüte. Ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinauf belegen. Und von da so weiter weiß ich ihn selbst. Will ich ihn selber beschwören. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich's? Schlug ich denn euch schon was ab? Ich will euch ja bei dem Worte nicht den Augenblick so fassen, weiter nichts. Gewiss, nichts weiter. Oh, so vergebt. Nun kommt nur, kommt. Wohin? Nein, mit in euer Haus? Das nicht, das nicht. Da brennt's. Ich will euch hier erwarten. Geht, soll ich sie wiedersehen, so sehe ich sie noch oft genug. Wo nicht, so sah ich sie schon viel zu viel. Ich will mich möglichst eilen. Zehnter Auftritt. Der Tempelherr und bald darauf Daya. Tempelherr. Schon mehr als genug. Des Menschen Hirn fast so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll. Von einer Kleinigkeit so plötzlich voll. Taugt nichts. Taugt nichts.
Es sei auch voll, wovon es will, doch nur Geduld. Die Seele wirkt den aufgedunsenen Stoff bald ineinander, schafft sich Raum und Licht und Ordnung kommen wieder. Liebe ich denn zum ersten Male? Oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht? Ist Liebe nur, was ich itzt empfinde? Daya, die sich von der Seite herbeigeschlichen, Ritter, Ritter! Wer ruft? Daya, ihr? Ich habe mich bei ihm vorbeigeschlichen, aber noch könnt ihr uns sehen, wo ihr da steht. Drum kommt doch mal näher zu mir, hinter diesen Baum. Was gibt's denn? So geheimnisvoll? Was ist's? Ja, wohl betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt, und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wäre es, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertrau ich euch das meine. Mit Vergnügen, wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Doch das wird aus eurem wohl erhellen. Fangt nur immer an. Ei, denk doch. Nein, Herr Ritter, erst ihr, ich folge. Denn versichert, mein Geheimnis kann euch gar nichts nutzen, wenn ich nicht zuvor das eure habe. Nur geschwind, denn frag ich's euch erst ab, so habt ihr nichts vertraut. Mein Geheimnis, dann bleibt mein Geheimnis, und das eure seid ihr los. Doch, armer Ritter, dass ihr Männer ein solches Geheimnis vor uns Weibern haben zu können, auch nur glaubt. Das wir zu haben oft selbst nicht wissen. Kann wohl sein. Drum muss ich freilich erst euch selbst damit bekannt zu machen, schon die Freundschaft haben. Sagt, was hieß denn das, dass ihr so Knall und Fall euch aus dem Staube machtet, dass ihr uns so sitzen ließet, dass ihr nun mit Nata nicht wiederkommt? Hat Recha denn so wenig auf euch gewirkt wie, oder auch so viel, so viel, so viel? Lehrt ihr des armen Vogels, der an der Rute klebt, geflattere mich doch kennen. Kurz, gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt, liebt bis zum Unsinn. Und ich sag euch was. Zum Unsinn? Wahrlich, ihr versteht euch trefflich drauf. Nun gebt mir nur die Liebe zu, den Unsinn will ich euch erlassen. Weil er sich von selbst versteht? Ein Tempelherr ein Judenmädchen lieben? Scheint freilich wenig Sinn zu haben, doch zuweilen ist des Sinns in einer Sache auch mehr, als wir vermuten. Und es wäre so unerhört doch nicht, dass uns der Heiland auf Wegen zu sich zöge, die der Kluge von selbst nicht leicht zu betreten würde. Das so feierlich? Und setzt sich statt des Heilands die Vorsicht, hat sie denn da nicht recht? Ihr macht mich neubegieriger, als ich wohl sonst zu sein gewohnt bin. Oh, das ist das Land der Wunder. Nun, des Wunderbaren, kann es auch wohl anders sein? Die ganze Welt drängt sich ja hier zusammen. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt. Dass ich sie liebe. Dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde. Dass... Gewiss, gewiss. So schwört mir Ritter, sie zu eurigen zu machen, sie zu retten, sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Und wie? Wie kann ich? Kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? In eurer Macht steht es. Ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Dass selbst der Vater nichts dawider hätte? Ei, was Vater? Vater! Der Vater soll schon müssen. Müssen da ja? Noch ist es unter Räuber nicht gefallen. Er muss nicht müssen. Nun, so muss er wollen. Muss gern am Ende wollen. Muss und gern. Doch da ja, wenn ich euch nun sage, dass ich selber diese Seid ihm anzuschlagen bereits versucht. Was? Und er fiel nicht ein? Er fiel mit einem Misslaut ein, der mich... beleidigte. Was sagt ihr? Wie? Ihr hättet den Schatten eines Wunsches nur nach Recha ihm blicken lassen und er wäre vor Freuden nicht aufgesprungen? Hätte frostig sich zurückgezogen? Hätte Schwierigkeiten gemacht? Ja, so ungefähr. So will ich denn mich länger keinen Augenblick bedenken. Und ihr bedenkt euch doch? Der Mann ist sonst so gut. Ich selber bin so viel ihm schuldig, dass er doch gar nicht hören will. Gott weiß, das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen.
Ich bitte euch, Daya, setzt mich kurz und gut aus dieser Ungewissheit. Seid ihr aber noch selber ungewiss, ob, was ihr vorhabt, gut oder böse, schändlich oder löblich zu nennen, schweigt. Ich will vergessen, dass ihr etwas zu verschweigen habt. Das spornt, anstatt zu halten. Nun, so wisst denn, Recha ist keine Jüdin, ist eine Christin. So? Wünsch euch Glück. Hat's schwer gehalten? Lasst euch nicht die Wehen schrecken. Fahret ja mit Eifer fort, den Himmel zu bevölkern, wenn ihr die Erde nicht mehr könnt. Wie, Ritter? Verdient meine Nachricht diesen Spott, dass Recha eine Christin ist? Das freut euch, einen Christen, einen Tempelherrn, der ihr sie liebt, nicht mehr? Besonders, da sie eine Christin ist von eurer Mache. Ah, so versteht ihr's? So mag's gelten. Nein, denn will ich sehen, der sie bekehren soll. Ihr Glück ist längst zu sein, was sie zu werden verdorben ist. Erklärt euch, oder geht. Sie ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan, nicht ihr Vater? Wisst ihr, was ihr sagt? Die Wahrheit, die so oft mich blutgeträne weinen machte. Nein, er ist ihr Vater nicht. Und hätte sie als seine Tochter nur erzogen? Hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Sie wüsste nicht, was sie geboren sei? Sie hätte es nie von ihm erfahren, dass sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin? Nie. Er hätte in diesem Wahne nicht das Kind bloß auferzogen, ließ das Mädchen noch in diesem Wahne? Leider. Nathan, wie? Der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen? Die Ergießung seines Herzens so zu verlenken, die, sich selbst gelassen, ganz andere Wege nehmen würde? Daya, ihr habt mir allerdings etwas vertraut, von Wichtigkeit, was Folgen haben kann, was mich verwirrt, worauf ich gleich nicht weiß, was mir zu tun. Drum lasst mir Zeit, drum geht. Er kömmt hier wiederum vorbei, er möchte uns überfallen, geht. Ich wär des Todes. Ich bin ihn jetzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig. Wenn ihr ihm begegnet, sagt ihm nur, dass ich einander bei dem Sultan schon finden würde. Aber lasst euch ja nichts merken gegen ihn. Das soll nur so den letzten Dank dem Dinge geben, soll euch Rechers wegen alles Grubel nur benehmen. Wenn ihr aber dann sie nach Europa führt, so lasst ihr doch mich nicht zurück. Das wird sich finden. Geht nur, geht.